Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dying Light 2 Uncut auf meinem Kanal. Wir sind hier stehen geblieben, als wir auf dieses Dach von dem Stadion wollten und das versuchen wir jetzt weiterhin. Ich will da hoch, ich will wissen, was da oben gibt. Vielleicht gibt es doch gar Hemmstoff. Und nun versuchen wir das Ganze erneut. So, als erstes hier hin. Hier hin. Dann war es hier. Kommt da sicherlich noch irgendwie anders auch. So, das hätten wir geschafft. Wo war das andere jetzt? Irgendwo gab es ein Fenster. Hier. So. Dahin. Hier nach oben. Um die Ecke. Da nach oben klettern. Wird aber eng. Und dahin, hopp. Knappe Sache. Gab's hier nicht auch ein Bett für mich? Yay. Ach nö. Oh, langsam, langsam, langsam. Muss ich doch hier oben drüber. Warme Hightops, was? Okay, das war's hier oben. Kein Bett. Ich hatte gedacht, hier gibt's eigentlich eine Unterkunft für mich. Ein Nightrunner-Versteck. No. Wenn wir schon hier sind, Gleitschirm erforderlich. Gehen wir nochmal dahin. Nämlich viele Fragezeichen offen. Wir sollten uns den PKs im Kampfbus ergeben. Die Geschehnisse beim Basar geben eine gute Richtung. Okay, hier kann man rüber gleiten. Oder auch nicht.
Ich habe ein Windrad entdeckt. Was sind das hier für Dinger hier? Tja. Die Frage ist, kam ich schon da hoch oder nicht? Dann geht's da drüben hoch. Genau. Prima. Hier hoch. Und zack. Nice. Sieht aus, als könnten wir jetzt bei dem Windrad sicher übernachten. So, da gibt's ein Bett und hier ist ein Händler. Was hast du? Ich habe, was du suchst. Naja, so Gescheites hat er nicht, aber... Mal wieder hier das Zeug einkaufen. Ich rechne unsere Verluste aus. Ich habe ausgerechnet, dass es eine Woche lang regnet. Noch jemand hier? Künstlerwerkstatt. Okay. Sehen, wo man hier hinkommt mit dem Luftdings hier. Okay, da kommt man dahin. Okay. Und hier kommt man nirgendwo mehr hin. Ich riskiere mal etwas. Geh hoch. Nein.
Okay. Machen das Ganze nochmal. Okay, das funktioniert schon mal ganz gut. Jetzt geht's hier hoch. Und zack. Nope. Gibt's hier auch noch was Gescheites? Okay, da ist nix. Da auch nix. Hier kommt man wieder raus. Okay, hier gibt's aber nix. Also geht man ein Stockwerk hoch. Hier durch. Und da hoch. Okay, sind wir auch wieder hier. Okay, das zu. Da auch, da auch, da auch. Okay, also müssen wir. Darüber. Oder? Lauter schwierige Sachen hier. Kann ja nicht sein. Ich hörte, Matt hat seinen Leuten gesagt, sie sollen das die Turbine scheint endlich zu sein. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie lügen. Lass es uns später nochmal probieren. Sag, was du willst, aber dann sollte ja alles in Ordnung sein. Du gibst zu schnell auf. Okay, da sind wir abgestürzt. So, einen habe ich noch. Was ist hier denn? So, nun sind wir hier. Und ich muss darüber. Wird nix. Komme ich denn jetzt wieder da hoch?
Boom. Verpiss dich! So kommen wir da hoch. Okay, sind wir hier. Geht's hier rum? Wenn ich wüsste, man hier hochklettern kann. Da komme ich halt nur wieder darüber. Nee. Da komme ich nicht hoch. Muss doch eine andere Möglichkeit geben. Ja, was ist das Ding hier? Wo soll ich damit hin? Okay, das war auch nix. Okay, ich probiere jetzt einfach was, aber keine Ahnung, ob das richtig ist.
Nee, das schaffe ich nicht. Da kann ja auch nicht immer hochklettern am Seil. Ist das hier dafür da, damit ich hier rüberkomme? Ich kann mich mir nicht vorstellen. So, nun bin ich aber wieder hier. Oh, Kletter, halt dich doch da fest, Mensch. Jetzt bin ich doch schon wieder hier. Okay. Jetzt verstehe ich. Und das müsste ich jetzt eigentlich schaffen. Yay. Nicht immer Hemmstoff hier drin. Abgetragene Weste. Pfeil. Dein Bogen. Gut, und dahin komme ich noch nicht. Denke ich, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Aktivität nicht verfügbar. Okay. Dann war hier doch unser Bett irgendwo.
Gut. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte schlafen gehen. Ich wollte doch nur schlafen. Okay. Kann man von hier sonst noch irgendwo hinfliegen? Was brauche ich hier? Enderhaken erforderlich, okay. Sehen, ob ich hier hinkomme. Ein Band. Sieht aber auch schön aus hier. Nee. Ist hier ein Aufzugknopf? Nee. Oder? Crash doch dann hier mein Spiel. Wo bin ich denn hier? Ich bis darunter, aber naja, ich glaube, ich lasse das. Wie vor einiger Zeit, als ich in das Gebiet hier rüberkam, dann ich hatte den offiziellen Weg nicht gefunden. Da bin ich dann quer infizierten Gebiete gelaufen, habe mich durch die Hügel gebackt, so da ich einfach hier rüber kam, und dann hatte ich eine Todesschleife. Bevor das wieder vorkommt, lasse ich das lieber und gehe nicht darunter. Weil ich habe nämlich keinen Plan, ob ich überhaupt schon hier oben sein sollte. Ich denke mir zwar nicht, aber dann lasse ich es lieber.
Wo ist hier die Sicherheitszone? Soll da drin eine Sicherheitszone sein? Na komm, ich gehe einfach da runter. Zack. Die verdammten Abtrünnigen machen von nichts Halt. Da ist eine Sicherheitszone. Gehe ich darüber. Das ist eine Schande. Ich könnte die Arbeit gebrauchen. Wer singt hier? Singst du? Das ist schön. Was ist das für ein Lied? Oh, ein sehr altes. Wo ich herkomme, singen die Frauen, damit ihre Männer sicher von der See zurückkommen. Für meinen Verlobten. Auch wenn er nie mehr zurückkehrt. Er ist bei der Bombardierung der Stadt gestorben. Ah, das tut mir leid. 11 Jahre ist es her und ich denke immer noch an ihn. Ich fühle mich, als hätte mich jemand verflucht. Sogar, dass ich heute hier bin, liegt an ihm. Warum das? Bitte lach nicht. Nein. Vor der Evakuierung habe ich in einem Safe in meinem Büro ein paar Andenken versteckt. Ich dachte, wenn ich sie zurückbekommen könnte, dann suchen mich alle diese alten Gedanken nicht mehr heim. Andenken an ihn? Ja, Briefe. Sie sind sehr persönlich. Leider ist dieses Bürogebäude jetzt eine komplette Ruine. Ich müsste fliegen lernen, um dort hineinzukommen. Ich kann dir helfen. Das könntest du tun? Es ist das Bürogebäude dort drüben. Und der Safe? In meinem Büro, oben, in der Personalabteilung. Dreh den Knopf 2-mal nach rechts, 1-mal nach links, dann noch 1-mal nach rechts. Verstanden? Das kann ich. Das kann ich. Es ist lieb, dass du mir hilfst. Aber ich weiß noch nicht einmal, wer du bist. Na, mein Name ist Aiden. Und ich bin Charlotte. Danke, Aiden. Na, das ist gar nichts. Warte hier auf mich. Okay. Eine neue Nebenquest. Gut, ich denke mir. Nee. An dieser Stelle ist die Folge erstmal vorbei und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Aber zuerst machen wir hier diese GIE-Zone und das Krankenhaus da drüben. Also ich bedanke mich fürs Zusehen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.